Bei Schulschwierigkeiten muss man immer die Ursache herausfinden. Kinder zeigen oft Schwierigkeiten in der Schule, wenn sie im Lernen oder mit dem Stoff überfordert sein könnten. Das heißt, es einen Grund gibt, warum vielleicht die Konzentration eingeschränkt sein könnte. Es einen Grund gibt, warum man vielleicht einem Text nicht gut folgen kann oder die Anforderung an ein Diktat, an eine Klassenarbeit oder eine Gruppenarbeit aus eigenen Stücken und vor Hintergrund der eigenen Veranlagung nicht ganz gut meistern kann, Rechenaufgaben nicht gut umsetzen kann und dadurch ein Gefühl von Nichtkönnen, sich in Frage stellen und ein geringerer Selbstwert entsteht. Es kann verschiedene Gründe geben, warum Kinder oder Jugendliche Lernschwierigkeiten zeigen. Es kann emotionale Belastungen geben, die entweder vorübergehend sind oder aber dauerhafter und dann vielleicht auch für eine behandlungsbedürftige Diagnose sprechen. Es kann Konzentrationsschwierigkeiten geben, die abgeklärt werden sollten. Es kann auch Teilleistungsschwierigkeiten geben, das heißt, einem Kind fällt entweder das Lesen, das Schreiben oder beides kombiniert oder aber das Rechnen schwer, so schwer, dass es eben die altersgerechten Anforderungen der Schulsysteme in dem Moment stellt, gar nicht mehr erfüllen kann. Es kann aber natürlich auch sein, dass es individuelle Stärken und Schwächen gibt, sodass vielleicht auch Förderbedarfe entstehen, die auch in einer Leistungsdiagnostik abgeklärt werden sollen. Es macht Sinn, in solchen Fällen ganz genau hinzuschauen, wie wir die Situation verstehen und die Problematik verstehen und wie wir das Kind unterstützen können. Das heißt, in der Regel würden wir mit dem Kind selber, mit dem Jugendlichen selber, mit den Lehrkräften in der Schule sprechen und natürlich mit den Eltern, würden aber auch eine testpsychologische Diagnostik und eine emotionale Diagnostik vorschlagen, um zu schauen, gibt es eben Lernschwierigkeiten, die zum Beispiel einen Förderbedarf bedingen oder aber emotionale Schwierigkeiten und wir entsprechende Behandlungswege vorschlagen könnten.